In den unermesslichen Weiten des Universums, wo das Bekannte auf das Unbekannte trifft, liegt ein Bereich jenseits unseres gewöhnlichen Verständnisses. Ein Reich, in dem es mehr Fragen als Antworten gibt und die Suche nach einem tieferen Sinn niemals endet. Willkommen im mysteriösen Zentrum, dem Epizentrum des Rätsels und dem Scheideweg des spirituellen Erwachens. Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise jenseits des Alltäglichen. Tauchen Sie tief in die Geheimnisse unserer Existenz ein, wo Kopfschmerzen nicht nur physisch sind, sondern eine Tür zum Verständnis höherer Frequenzen unseres Seins in den widerhallenden Kammern unserer Seelen winkt eine Transformation. Ein Flüstern des Universums, das uns auffordert, aufzusteigen und uns weiterzuentwickeln. Wenn der Einzelne diesem Ruf folgt, kommt es zu einer tiefgreifenden Veränderung. Ihre Energien, die einst mit einer vertrauten Schwingung zufrieden waren, schwingen nun mit höheren, himmlischeren Frequenzen. Es ist eine Wiedergeburt, eine spirituelle Metamorphose, ein tiefes Erwachen zu den Mysterien, die jenseits unserer greifbaren Welt liegen. Doch bei diesem Aufstieg geraten unsere sterblichen Gefäße manchmal ins Wanken. Sie schwingen, beben und drücken sich auf die einzige Weise aus, die sie kennen. So erleben viele greifbare Manifestationen dieses tiefgreifenden Wandels. Die schmerzhaftesten davon sind Kopfschmerzen und Migräne, ein Beweis für die Reise des Körpers an der Seite des Geistes, ein Zeichen für das Streben des Physischen, mit dem Ätherischen Schritt zu halten. Hoch oben in unserem Wesen, auf dem Gipfel unserer spirituellen Form, pulsiert und leuchtet das Kronenchakra. Als Tor zum göttlichen Bewusstsein trägt es die Hauptlast dieser neu entdeckten Energie. Wenn es überwältigt wird, signalisiert es Bedrängnis, was sich oft in den pochenden Erinnerungen auf unseren Brauen zeigt, die unsere physische Form mit unserem spirituellen Aufstieg verbinden. Diese Sinfonie von Empfindungen und Erfahrungen kommt nicht von ungefähr. Der glühende Energiefluss, die angeborene Reaktion unseres Körpers und die glühende Aktivierung des Kronenchakras verflechten sich und schaffen ein Geflecht von Ursachen, die zu diesen körperlichen Echos unserer spirituellen Reise beitragen. In den alten Truhen der kosmischen Weisheit warten Heilmittel auf uns. Kristalle, wie der beruhigende Amethyst und der klärende Klarquarz, dienen als Kanäle, die das Übermaß ableiten und den Aufruhr lindern. Daneben wehen die ätherischen Düfte von Lavendel und Sandelholz, beruhigen die Sinne und erden den Geist. Neben diesen alten Werkzeugen locken einfache Gesten. Die Reinheit des Wassers, das den Durst der Seele löscht. Der Akt des Liegens, sich der Umarmung der Erde hinzugeben. Die sanfte Berührung von Kristallen an den Schläfen, um die Energiestöße zu lindern. Diese einfachen und doch tiefgreifenden Handlungen bieten Zuflucht in Momenten überwältigender Intensität. Der Schlüssel liegt jedoch nicht nur in der Beruhigung, sondern in der Vorbeugung. Regelmäßige Meditation bringt unsere Energien in Einklang und schafft Harmonie zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen. Eine achtsame Auswahl der Nahrung, die Vermeidung bestimmter Nahrungsmittel und Stimulantien, sorgt dafür, dass unser Gefäß ungestört bleibt. Und in diesem Zeitalter der unaufhörlichen Information dient die Abschirmung von negativen Medien dazu, unsere Reise nicht zu gefährden. Der Weg des spirituellen Erwachens ist mit seinen Windungen und Wendungen eine Reise wie keine andere. Doch mit Verständnis, Führung und der uralten, überlieferten Weisheit wird die Bewältigung der Herausforderungen nicht nur zu einer Aufgabe, sondern zu einem wunderschönen Tanz der Seele. Während sich unsere Reise im mysteriösen Zentrum dem Ende zuneigt, denken Sie daran, die Rätsel des Universums sind eine Einladung. Eine Einladung zum Suchen, zum Erforschen, zum Erwachen. Lassen Sie sich auf die Reise ein und lassen Sie sich vom Kosmos leiten.